geht hier seine Streife ab, auf, nieder, rum, um hier natürlich unsere Dorfbewohner vor Unholden zu sichern, die hier nicht hergehören. Die draußen bleiben sollten am liebsten. So, dann zimmert mal hier so einen schönen, schicken Holzboden rein. Habe ich ja nichts dagegen, gegen so einen Holzboden. Der knarrt immer so schön. Der macht immer so schöne Soundeffekte, die man sich direkt mal reinziehen sollte. Aber schwer zu säubern, definitiv. Vor allem so ein richtiger Dielenboden, so ein richtig alter. Aber wo wirklich in jeder Ritze der Dreck drin hängt und, keine Ahnung, bei jedem Draufsteigen irgendwie wieder der Dreck rausquillt. Natürlich auch immer scheiße. Da denkt man sich, juhu, ich habe endlich durchgeputzt. Dann gehst du einmal drüber, pupp, liegt schon wieder, keine Ahnung, 3 Pfund Dreck am Boden. Und dann fragt man sich, wo kommst du denn her, Junge? Das ist natürlich nicht so die feine englische Art. Aber auf englische Art mag ja der Dreck nicht. Dreck ist ein Dreckvieh, ne? Ein hässliches Dreckvieh. So, dann machen wir hier solche Dinger hier im Dreierpalisaden. Und dann werden wir hier so und machen so und natürlich so. So sieht das natürlich ein bisschen, ja, wie soll man sagen, anders aus. Wenn man hier so macht und natürlich so natürlich nicht. Das ist natürlich rein optisch nicht so schön. Da sollte man direkt was anderes draus machen, wie das hier. So, oder den Scheiß. Weg! 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 Mit dem Dreck. So. Und wie mache ich jetzt die Kacke? Da muss ich wieder meine gute, gezückte Hilfserde nehmen. Und natürlich hier mit Hilfe arbeiten. Um hier natürlich konstruktiv so zu bauen, wie ich das will. So, auf das Dach bin ich dann gespannt. Da freue ich mich jetzt schon nicht drauf. Das ist mir, glaube ich, höchst ungewöhnlich. Dass das was wird. Wie wird. So. So. So haben wir zumindest die Eckpfeiler unseres Hauses auch gleich fertig. So. Und hier. So ein Dingens her. So, natürlich müssen wir in der Optik bleiben. Dann müssen wir abdichten. Abdichten müssen wir. So. Ja, kriegt Stil. Muss man sagen. Wird zwar ein bisschen beengend hier mit dem Gang hier, aber. Ja. Ja, gut. Man muss sich natürlich dann das Endresultat ansehen, wie das dann hier ins Gesamtbildnis passt. So, hier kommt ein schöner Holzwegchen. Haben wir es einfach machen können. Deswegen machen wir es auch, weil das einfach schick ist so. So, dann kommt da die Eingangstür. Schickes Haus, oder? So lassen wir es. Da will auch jeder drin wohnen. Sieht echt schick aus so. Natürlich nicht. So, ich habe noch 16 Eier. Was tue ich denn hier mit 16 Eiern? So. So. Ich hätte die Hilfserde, glaube ich, noch gebraucht. Damit ich das so aufstellen kann, wie ich das haben wollte. Ja, da muss ich mit Hilfserde arbeiten. Die gute alte Hilfserde, die ist einfach in jedem Inventar, muss die fest integriert sein. Weil ohne die geht hier gar nichts. So. Hier kommt ein Luke-Fenster. Luke, ich bin ein Vater. Nee. Ein Fenster rein zum Reinlugen. So, dann mache ich hier so einen Holzstamm rein. Und natürlich hier auch, weil sich natürlich hier ein Fenster sehr schwer tut. Hier was zu werden. Oder? Ja, leider schon. Leider. So sieht eigentlich das Holz. Holz nicht so praktisch aus. Da
hol ich mal wieder einen Bayern raus, der da mal wieder ein bisschen Schwung in die Hüten bringt, ne? So muss das sein, so läuft das. So läuft das schon eher. Da muss ich glaube ich auch zumachen, weil sonst schaut er das wie Arsch und Friedrich aus. Wie der Arsch vom Friedrich. Und den Arsch vom Friedrich, den möchte ich halt wirklich gar nicht sehen. Aber wirklich gar keiner. So. Und hier wird wieder aufgemacht. Für ein kleines Fensterlein. Um hier natürlich in die Botanik zu gucken. So. Fupp. Zack. Und in der Mitte wieder gutes altes Fenster. Da ist mal ein bisschen Fenster im Kinnen. So. Boah, kriegt Charakter das Ding. Ein echtes Charaktervieh. Kann man nicht sagen gegen. Wieso klatsche ich eigentlich nicht die Hilfserde hier rein? War ein bisschen leichter, ne? Ein bisschen. Das hat man auch schneller weggekabbelt. Macht man sich keine Schaufel oder was kaputt. Oder sonst was. Baum? Größer? Aber die Fackel ist noch frei. Ist ja toll. Der hat mir jetzt meine ganze Aussicht zunichte gemacht. Dieser Baum hier. Dieser Baum, ne? Bäumele. So. Irgendwie bin ich heute irgendwie ein bisschen überdreht. Ein bisschen. So. Alter, Kirchenmucke. Nicht für mich, bitte. Da stellt es mir gerade die Nackenhaare auf, wenn ich hier schon wieder Kirchengejaule höre. Das kann ich hier gar nicht ab. So. Machen wir die Fenster wieder auf. Reiß die Fenster auf. Haben wir hier ein bisschen Luft hier bekommen in dieser Hütte? Um hier nicht zu ersticken. Erstick doch dran, Junge. Erstick doch dran. Natürlich nicht. Ich will nicht hier ersticken. So, ich brauche eine Scheibe, Glasscheiben. Muss mich mal wieder als Glaser versuchen, aber hier ist das Glas leider nicht drin. Hier habe ich die Glasscheiben. Dann mache ich im Schnellverfahren hier mal das Glas rein, wenn ich das gleich mal in das Schnellinventar hier reingefügt hätte. Dann wäre das natürlich ein bisschen schneller hier vonstatten gegangen. So. Pupp. Geht doch. Seht doch schon mal viel besser aus. Viel besser. So, und dann wird schon wieder dunkel. Schnell zurück. Nicht, dass uns irgendwann heimtückisch von hinten anfällt und uns meuchelt. Das können wir mal gar nicht haben. Irgendwie bin ich heute total Ja, Frühschichtbuch eben. Ich bin ein bisschen duselig im Hirn. Da ist natürlich der Blödsinn ziemlich nah an der Kante angesetzt vom Mund, dass hier alles rausblubbern muss. Ne, so hat man Spaß hier bei Minecraft. So, ich bin hier. Was rennt denn hier oben rum? Und hier verrennt ein Skelett. Freck, du Zecke! Frecke! Ich will dich nie mehr sehen. Freck! Das ist. Verrecken. Verreck! Verflucht! Verreck die Scheiße hier nicht. Man müsste mal nachhelfen, aber nachhelfen will ich jetzt nicht. Bin ich mal ein bisschen faul. Da muss man ja nicht alles hier töten und Mord und Zerstörung und Totschlag da. Das muss ja nicht. Aha, da. Da muss man auch mal Abstand vornehmen können. Wenn man hier schon sonst immer wie meuchelt. Ey, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, Junge. Goldbarren gegen Smaragde. Das hört sich interessant an. 9 Stück gegen 1 Smaragd. Ich komm gleich wieder. Du bleibst hier stehen. Ne, ich komm gleich. Ich hol nur schnell mein Gold von der Bank, um hier wertvolle Smaragde für zu kriegen. Um hier noch mehr handeln zu können. Dann hat mein Gold auch mal Sinn und Zweck. Dann können wir auch mal wieder auf Goldtour gehen und natürlich ein bisschen was suchen. Und hier dem Gold ein bisschen auf dem Zahn fühlen. So, ab zur Bank. Vielleicht können wir ja irgendwann mal die Stadt hier rüber erweitern. Irgendwann. Das wäre natürlich auch genial.
Aber das ist, glaube ich, eine Menge Arbeit, bis die hier rüberkommt. So, mach mal auf hier. Ist hier jemand? Ist hier jemand gespawnt? Nein. So, Goldkiste. Viel ist nicht. 9 Diamanten. Hey, ich habe 9 Diamanten. Wusste ich gar nicht mehr, dass ich 9 Diamanten habe. Und eine Diamantspitzhacke. Da sind auch schon 3 draufgegangen. Also, Diamanten sind Diamanten, weil Diamanten Diamanten sind, ne? So und nicht anders. Eigentlich könnte ich mal... Könnte ich mal hier zumachen. Das sieht ja... Das kann man doch nicht ankriegen. Dann mache ich doch lieber hier zu. Zu, habe ich gesagt. Ich will hier zu machen. Dann mache ich hier auch zu. So. So. So muss das sein. So sieht er. So wird ein Schuh draus, ne? Das war kein schöner, aber ein Schuh wird draus. So. Ein bisschen Verschönerung an allen Ecken und Enden. Wenn wir hier heute schon Bäume gesetzt haben, dann die Dinge auch noch. Eigentlich könnte ich hier mal Melonen ernten und Kürbisse. Dass hier mal... Dass mal ein bisschen was nachwächst. Ich brauche zwar das Zeug nicht, aber... Was soll's? So, machen wir einfach mal rigoros hier alles platt. Ja, ist auch mal nicht verkehrt. Sonst werden die Melonen noch überreif, dann schmecken sie nicht mehr. Also eine richtig gute, saftige Wassermelone muss schon sein. Die muss lecker sein. Vielleicht können wir sie auch für irgendwas nochmal brauchen. Ich muss mir echt mal Braurezepte angucken, weil... Alter, wie schnell ist denn hier die Melone gewachsen? Da gucke ich, weil die Melonen so schnell wachsen. Das sind Melonen, Alter. Eckige Melonen. Ob eckige Melonen endlich mal Geld bringen. Also... Die müssen doch doppelt so viel kosten, weil sie eckig sind. Als so eine runde Melone. Rund kann jeder. Aber so eine eckige, die hat schon Seltenheitswert. So, hier ist eine Pflanze eingegangen. Wieso auch immer. Whatever. Was soll's. Da ist doch Wurst. So. So ernten wir uns mal die ganzen Melonen ab. So verhungert man definitiv nie. Na gut, man ja, muss ja auch mal wieder vorsorgen, falls wieder mal jemand zu Besuch kommt oder was. Dann ist hier natürlich Essen am Start ohne Ende. Da muss man sich schon dahinter klemmen. Und mittendrin habe ich einen Dorfbewohner, der wie Melonen will. Und dann stehe ich gut da. Weil dann kann ich hier Melonen ab, gleich abdingsen, dem abdrücken. Und dann habe ich hier gleich Mordswatt. Natürlich Kürbisse. Kürbisse müssen auch mit. So. Weil Kürbisse mit müssen. So. Es sind natürlich auch ein paar, die hier gediehen sind. Gewachsen. Gedeihen? Gibt es eine Steigerungsform? Oder wie nennt man die Form? Gedeihen, gediehen. Ich weiß echt nicht. So, wieso haue ich hier die Kürbissamen hier raus? So, setze ich gleich wieder. Jetzt muss das Pflänzchen natürlich wieder wachsen. Das arme kleine Pflänzchen hier kaputt gemacht. Das ist ja doof. Da müssen wir besser... Ploppt hier neben mir so ein Kürbis auf und lacht mich hier einfach mal saufrech an. Saufrech lacht mich der an, der Hanswurst. Alter, die Melonen wachsen ja auch ziemlich schnell. Jetzt habe ich gleich das ganze Inventar mit dem Zeug voll.